Hä, was ist das denn hier? Du weißt nicht, was das hier ist? Dann pass mal auf. Das ist der platte Sautedach von Aufort Plattützbrot. Schalt nicht auf und hör Giau-Giau, das war's nämlich blöd. Was schnack ich da, ich weiß das nicht. Hier geflatt, da geflatt, oval geflatt, das ist der platte Sautedach von Aufort Plattützbrot. Moinsen, die Leichtmatrosen! Ich bin wir, Miss Lol Hey. Bevor ich mit der englischen Video anfange, will ich ja noch was vertielen. Ich bin nämlich Sender vom Völner 8, wie wunderschön zu sein. Das hele kommt auf WDR, wenn ihr Lust habt, dann kickt ihr das doch einfach mal an. An der Wege gibt wir was jetzt, eigentlich will ich dafür da auch alle vertielen. Auch was ich doch, nee, da kannst du bitte noch einen Wege mit wachen. Und ja, nun komme ich zu der englischen Video. Viel Spaß! Zack, und da bin ich wieder. Warum ist Platt eigentlich cool? Das hat mir letztens ein geschrieben, zwar nicht auf Platt, sondern auf Hochdütz. Und dann habe ich doch mal richtig genau drauf, warum ist Platt eigentlich cool? Hier kommen nun Dinge, warum Platt cool ist. Nummer 1, man kann an Platt zu Wettbewerbe teilnehmen. Und zwar Platt lesen, das ist aufs Erde was für Kinder, die noch nicht schreien gehen. Und Platt Sounds, das ist ein Musikwettbewerb. Oh, Platt, das finde ich echt cool, weil da kann dann ja nur wir es jedem mitmachen, der auch Plattdütz kann. Nummer 2, man hätte mehr Chancen hier Arbeit zu kriegen, wenn nämlich in den Lebenslauf steigt, dass du Plattdütz kannst, dann hast du all Georg Korten. Nummer 3, wer auf Theater steigt, der muss sich unbedingt mal ein Plattdütz Theaterstück ankicken, denn ich finde, das sind immer noch der Besten. Eigentlich bin ich nicht so für Theater. Also, nicht für Dütze Theater, aber wenn das Plattdütz ist, dann kicke ich mir das Hägen an und da gibt es immer ein Bühltau Lagen. Nummer 4, du kannst Plattdütz natürlich auch als Geheimsprache nutzen, denn wenn du nämlich irgendwo anders bist, wo eigentlich kein Plattbrot wird, kannst du immer noch mit den Frühen, der natürlich Plattkönnen, oft mit den Familie, der Plattbroten, Plattdützbroten, ohne dass die anderen die verstauen. Ich hoffe, die Welten, was ich mein. Nummer 5. Sind wir doch mal ehrlich, Plattdütz kommt von Harten und man kann damit Socken hell anders Ruhe bringen als in Hochdütz. Nummer 6. Wenn du Plattdütz kannst, kannst du sogar ein bisschen Hollands verstauen. Und ja, ich höre ja gern Heintje und Heintje sind ja auch wat moin ob Hollands. Und ich finde, wenn man kein Plattdütz broten will, dann kann man das überhaupt nicht verstauen. Nummer 7. Wenn du Plattdütz kannst, dann kannst du natürlich auch helle Geschichten auf Lieden auf Plattdütz übersetzen. Das ist ziemlich cool, weil das nicht jeder kann. Nummer 8. Wenn du Plattdütz kannst, dann weißt du, dass Plattdütz ein Sprach ist und der in mehrere Dialekte aufgeteilt ist. Und ja, wenn du ein Dialekt broten kannst, dann kannst du meistens automatisch die anderen Dialekte in diese Plattdütze Sprache auch verstauen. Nummer 9. Wenn du Plattdütze verstauen und broten kannst, dann kannst du natürlich auch in Plattdütze Videos kicken. Das ist doch einmal was, auf ne? Nun habe ich noch einen Aufgabe für euch. Schreibt mir bitte in die Kommentare, warum Plattdütze cool ist und vielleicht sind die in der 12. Day von diesem Video. Das war's sogar wieder. Ich hoffe, ihr habt mir Video gefallen. Wenn ja, dann gebt mir noch einfach einen Daumen nach oben. Und ja, hier oben gucke ich noch das letzte Video. Und da noch das vorletzte Video. Wenn ihr mich noch nicht abonniert habt, dann würde ich das auch gerne down. Und ja, unten in der Beschreibung ist nochmal der Link nach der Plattdütze Wurdenbjörg. Und ja, wir sehen uns mit Weg oder Samstag wieder. Tschüss!